Tag. Heute wollen wir ein bisschen mit unserem eigenen Körpergewicht arbeiten. Und wir beginnen ganz langsam, ganz vorsichtig im Vierfüßlerstand. Die Hände befinden sich unter den Schultern und die Knie unter den Hüftgelenken. Und wir beginnen erst einmal, um ein bisschen warm zu werden, mit Katzenbuckel und Pferderücken. Das heißt, ausatmen, mal den roten Mund. Unser Blick geht zum Bauchnabel. Einatmen, strecken wir den Rücken, lassen ihn richtig durchhängen, heben den Kopf, schauen ein bisschen nach oben. Das machen wir ein paar Mal im Atemrhythmus im Wechsel. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Pferderücken. Richtig durchhängen lassen und nochmal Katzenbuckel. Und dann finden wir für den Rücken eine neutrale Position, ziehen den Bauchnabel ganz klein wenig nach innen und wir heben den rechten Arm und das linke Bein. Finger sind gespreizt, der Fuß ist flex, das heißt die Fußspitzen sind angezogen. Unser Stützarm, der linke Arm, ist ganz leicht gebeugt. Halten einen kleinen Moment. Der Kopf befindet sich in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann setzen wir die Hand und das Knie zurück und machen wieder einen Katzenbuckel. Die Garde ziehen, Bauchnabel etwas einziehen und wir heben den linken Arm und das rechte Bein. Die Nase von der linken Hand sind gespreizt, der Arm zeigt nach oben, rechte Fuß ist flex. Stützarm, der rechte Arm ist leicht gebeugt. Und Hand und Knie wieder absetzen, Katzenbuckel. Wieder gerade ziehen. Jetzt fangen wir an mit der kleinen kraftvollen Haltung. Das heißt, wir stellen unsere Füße auf die Zehenspitzen, ziehen den Bauchnabel noch etwas fester ein und lösen beide Knie ein wenig vom Boden. Lassen den Atem ganz ruhig fließen. Kopf befindet sich wieder in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann strecken wir die Beine, schieben den Po nach oben. Nehmen den Kopf zwischen die Arme, strecken den Rücken. Sind im herabschauenden Hund. Und wir gehen auf der Stelle, wir senken abwechselnd einmal die linke Ferse, einmal die rechte. Und dann senken wir beide Fersen und verlassen wieder die Position und kommen noch einmal in die kleine kraftvolle Haltung. Das heißt, wir beugen die Beine und lassen die Knie wieder schweben. Bauch ist wieder fest. Und wir strecken noch einmal die Beine und kommen wieder in den herabschauenden Hund. Dann senken jetzt beide Fersen, aber verlassen nicht die Rückenstreckung. Der Rücken ist ganz lang, die Hände schieben in die Matte. Und dann verlagern wir unser Gewicht nach vorne und kommen auf die Unterarme. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hände übereinander legen. Schultern weg von den Ohren, Kopf wieder in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wir sind im Unterarmstütz, Bauch fest. Leicht angespannt. Wir drücken uns aktiv mit den Unterarmen und mit den Zehen vom Boden nach oben. Und dann wollen wir Knie. Schieben den Po nach hinten zu den Fersen, lassen die Arme gestreckt, senken den Kopf. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Stirn auf der Matte ablegen. Wir den Oberkörper wieder an und wir kommen in eine Plankposition. Hände unter den Schultern, Fußspitzen aufgestellt, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule.
Und wir bewegen jetzt unser rechtes Knie in die Richtung vom linken Ellenbogen. Setzen den Fuß wieder ab. Und umgekehrt. Linker Ellenbogen und linkes Knie, rechter Ellenbogen und linkes Knie zusammen. Und über Kreuz. Ein letztes Mal. Und die Knie wieder beugen. Den Po nach hinten schieben. Arme bleiben nach vorne gestreckt. Kopf sinkt auf die Matte. Und einmal kurz die Handgelenke entlasten, indem wir die Handrücken auflegen und etwas dehnen. Und wieder los. Dann legen wir uns auf die rechte Seite. Stützen uns auf dem rechten Unterarm. Die Beine sind gestreckt. Ihr könnt die Beine übereinander legen. Ihr könnt aber auch die Füße hintereinander legen. Probiert es aus. Wir wollen uns jetzt in den Unterarmstütz nach oben drücken. Und den linken Arm nach oben zur Decke strecken. Und wer noch ein bisschen Kraft hat, kann auch das linke Bein heben. Und wieder senken. Und wir wechseln die Seite. Damit ich auch nicht den Rücken zu kriegen, wechsle ich so. Also Füße übereinander oder hintereinander hochdrücken. Und den rechten Arm nach oben, der Blick folgt der rechten Hand. Und wer noch Kraft hat, hebt das rechte Bein. Und das reicht für heute. Und wir setzen uns hin. Entspannen. Die Schultern am Arm kreisen. Die Handgelenke kreisen. Und das war's für heute. Würde mich freuen, wenn ich eine Rückmeldung bekomme. Bis dann.